Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Ohne the Blind Forest. Ja, ich habe verstanden, wie das hier funktioniert. Und zwar müssen wir. Alles von den Dingern hier kaputt machen. Alle. Nein. Und uns, wir stehen natürlich auch dabei. Und dann haben wir das Rätsel quasi auch schon gelöst. Wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist doch jetzt scheiße. Ist natürlich alle wieder da, ne? War klar. Ja, das war jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Ich habe mich einfach nicht mehr gesehen. Ich habe einfach nicht gesehen, wo ich war. Da muss ich natürlich jetzt auch hier noch aufpassen. Man schießt sich ja quasi in die entgegengesetzte Richtung, in der man eigentlich hin will, ne? Das ist gerade aufgegangen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt plötzlich wieder voll geheilt bin, wahrscheinlich weil ich ganz viel gekillt habe. So, wir fallen mit dem runter und haben jetzt auch die rechte Seite von diesem Lavastrom befreit. Das heißt, wir können jetzt auf beide Seiten weiter. Ich werde hier mal speichern. Guck mir die Karte mal an. Also wir waren jetzt rechts links, jetzt geht's da hoch wahrscheinlich gleich. Ja, ich werde auch erst links reingehen, weil links höher ist als rechts. Und dann rechts rüber. Dann geht es hier in das Ding. Dann geht es nochmal runter. Dann geht es dann da unten rein wahrscheinlich. Dann geht es da rein. Und dann sind wir hier durch und können. Ja, dann sind wir eigentlich fast fertig, ne? Gut, wie oft wir noch sterben werden, kann ich euch natürlich nicht beantworten. Wahrscheinlich oft. Ist das hier richtig? Okay. Oh Mann. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Ich muss mal gucken, meine Haare hinter das. Aber wartet mal eben. Hinter das Headset klemmen, weil ich habe den Ventilator hier an seit. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber eigentlich ist er ziemlich leise. Wow, wow, wow! Die Dinge. Oh, jetzt bin ich hier. Oh ne, dann muss ich gleich in dem Ding auch nochmal speichern. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich jetzt hier nochmal lande. Nee, dann speichere ich jetzt hier nochmal. Okay, ich habe keine Ahnung, dass hier die. Blöden. Oh, Mensch. Ich habe nicht mehr. Wieder der Fall, ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Ich muss auf jeden Fall hoch. Da hoch muss ich. Warum, weiß ich nicht, aber ich muss da hoch. So. Ach, das ist doch scheiße. Ich hab gedrückt. Ich hab wirklich gedrückt, Leute. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ist wirklich so. Mittlerweile habe ich echt einen kleinen Hass gegen das Spiel. Oh Mann! Ori! Ori, was machst du? Jetzt kommst du eh nicht mehr hoch. Wie? Okay.
konnte gar nicht drauf springen. Will ich verarschen. Ja! Was? Was war das denn? Ich hab. Hä? Irgendwie stimmt die Steuerung, glaube ich, gerade. Ich. Ja, die ist nicht gerade. Hallo? So. Oh, was machst du? Was soll das? Das ist ja schlimmer als wie ein Baum. Ich mag das nicht. Ich bin echt. Ja, klar. Ey Leute, ich drücke wirklich, ne? Das ist hier keine. Ich verarsche euch nicht. Ich drücke wirklich sämtliche Knöpfe, die man hier drücken sollte. Und dieses blöde Drecksviech macht einfach. Ja, na klar, den Sprung hättest du locker geschafft. Boah, ich bin gerade so sauer. Ich habe es wieder irgendwie wehgetan, ich weiß nicht woran. So, und jetzt? Dann muss ich erstmal warten. Und jetzt? Hallo? Komm, schieß, 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 schieß. Okay. Okay, das hätten wir. Wir haben die Lava gestoppt. Kann ich da durch? Zufällig? Mein Gott. Das war jetzt wieder eine Geburt. Hier kann ich nicht durch, ne? Nein, schade, danke. Ey, das war jetzt wieder eine Geburt vom Feinsten, ey. Jetzt muss ich hier runter und hier ist auch sowas mit nach oben. Mann. Ich mag sowas nicht, ne? Das habe ich, glaube ich, schon oft. Das Spiel ist echt super. Manchmal denke ich mir, warum, Entwickler? Warum machst du sowas? Manche Sachen sind echt nicht. Ja. Manche Sachen sind halt einfach nicht möglich, nötig. Und was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, warum, wenn wir es doch schon geschafft haben, warum können wir nicht am Anfang landen von diesem Level? Warum müssen wir jetzt hier landen? Warum können wir nicht direkt. Warum teleportiert uns das Spiel nicht wieder an den Anfang zurück, wenn wir doch das hier jetzt geschafft haben? Wisst ihr, was ich meine? Ich war so nah dran! Das Blöde ist, man kann nur zweimal springen, wenn man mit dem Fallschirm gleitet. Deswegen versuche ich es einfach mal nicht zu machen. Wieder genau ein Haar, was mich hier voll nervt. Lass mich hier einfach fallen. Na komm. Oh. Oh Gott sei Dank, raus hier. Raus. Hier speichere ich jetzt nochmal. Und boah, ich habe ein Haar, ne? Ein einziges blödes Haar, was mir die ganze Zeit in der Nase kitzelt, weil ich einen Ventilator anhabe. Weil sonst könnte es mich nicht aushalten. Ich habe nämlich die Fenster offen im Wohnzimmer. Aber. Und deswegen. Bin ich hier jetzt richtig? Nö, hier bin ich falsch, oder? Bin ich richtig hier? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob ich Streifen schon mal. Hier war ich noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay.
Hier geht's auch wieder hoch und runter und das sind die dummen Viecher nicht drauf, ne? Hoffe ich zumindest. Ja, vielleicht doch. Ey, das kann ja nicht sein. So. Was muss ich hier tun? Was muss ich hier machen? Ja, das ist heiß. Das finde ich auf der anderen Seite noch. Manchmal ist es echt lächerlich, ne? Ich bin jetzt fast wieder voll geheilt. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich machen muss. Vielleicht komme ich an. Ach, hier kann ich eh nicht weiter, weil hier tropft Lava von der Decke. Deswegen habe ich mir auch Lava getan. Was ist denn das da? Ich nehme an, das tut mir auch ziemlich weh, ne? Dass ich wieder so viel speichere, aber ganz ehrlich, lieber so als ne? Als andersrum. Na. Dieser verdammt heiße Boden. Ich kann also erstmal nur hier lang, aber hier ist ein blöder Klotz. Okay. Oh, Mensch.
Bin ich hier oben durch, ja? Okay. Scheint so. Das hätten wir doch geschafft. Cool. Cool, so ein Teil. Super. Jetzt muss ich aber hier nochmal zurück, ne? Mann, ich wollte mich fallen lassen. Ich wollte das Mobbing spielen manchmal, ey. Oh, jetzt rennt sie natürlich genau da in das. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nicht rauskomme, ne? Das stört mich so an dem Spiel. Das ist ehrlich so, das stört mich richtig an dem Spiel, dass man so viel kleine Tode sterben muss, damit man hier rauskommt. Ich speichere jetzt hier, weil ich keinen Bock habe, wenn ich jetzt schrecken sollte, das nochmal zu machen. Gib mir deine Energy! So, ich speichere hier nochmal. Das ist echt zum Mäusemelken. So, links und rechts ist jetzt fertig. Gehen wir jetzt mal nach links. So, geht das hier ein komisches Links nochmal. Ah, oh, Energie. Oh, Gott sei Dank, ey. So, jetzt kann ich mich einfach mal fallen lassen. Sehr gut. Jetzt wieder hier am Anfang speichern, falls irgendwas passiert. So, wir sind. Ich wollte gerade sagen Spinnen, aber hier ist kein System mit Spinnen. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Du stehst erstmal. Du nervst. Okay, wieder das mit dem Katapultieren. Wow. Sterben, 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 sterben. Hier wird alles erstmal sterben. Okay. Boah, es ist krass. Die Musik wird auch immer bedrohlicher, finde ich. Okay, cool. Wartet mal. Ich weiß nicht, was passiert deswegen. Okay. Ja, und nun? Hey! Habe ich gerade gedacht, die Musik wird bedrohlicher, ja, ne? Oh, fuck! Fuck! Das ist ja mal richtig krass. Vor allem. Wie soll ich rauskommen, bitte? Das Spiel will mich verarschen, das ist fast ein Muffelspiel. Hä? Wie soll das bitte funktionieren? Das ist ja schlimmer als ein Baum.
Ja, ohne was? Ach, Omi! Was zur Hölle? Das ist ja mal richtig assi. Alter Schwede! Geil gemacht! Aber krass, Leute. Das war echt krass. Keine Ahnung, was hier jetzt noch ist. Ich nehme an, hier ist auch noch mal. Ich habe ja noch keine Katzen gehabt, ne? Für das Retten der Lava oder sowas. Also für mich ist das noch nicht fertig hier. Sonst hätte der mir angezeigt, dass ich weiter kann. Theoretisch, ne? Ich habe keine Lava aufgehalten, ich habe eine Lava dazugefügt. Also ich gehe jetzt mal nach hier unten noch. Das Vieh regt mich gerade unheimlich krass auf. Weil mir das Vieh nochmal zusätzlich fallen stellt. Das ist so scheiße. So, ich warte jetzt hier. Warte ich halt hier, bis es zurückkommt. Aber ich kann das auch nicht attackieren. So. Es ist scheiße, dass es hier so Kackstein ist. Ach, das ist vielleicht tot. Sehr gut, okay. Ich stelle mir das nämlich schon mal keine zusätzlich gefallen. Da ist die Lava, die ich kaputt machen muss. Das ist natürlich wieder so eine Kacke, die auf mich zukommt, oder? Ja. Nee, das hat's geschafft. Blöd wieder, ey. Mann, ich mag das nicht. Warum kann ich das nicht einfach zurück an den Ausgang katapultieren, wenn wir noch hier einmal fertig sind? Oder kann ich jetzt auch unten rum? Nö. Hätte ja klappen können. Und diese extra, diese zusätzlichen Kacklavasteine, die mich hier halt hier voll töten, das ist halt auch nochmal voll scheiße. Ja, das ist doch behindert, ey, Leute. Ich raste gleich aus. Ja. Ja, ist gut. Das ist doch scheiße. Das ist so behindert. Also, wir sind voll geheilt. Ich kann aber mal eben nichts machen, weil diese Kacklavasteine uns total umbringen. Vor allem. Was soll das? Ich bin echt sauer, wenn ich sowas sehe. Hätte man wenigstens das Ding dann wieder aufhalten können. Danke an die Entwickler, finde ich nicht gut. Ja, na klar, komm. Das Spiel ist so geil, aber so Sachen macht es echt kaputt. Vor allem, was soll das? Wieso kann man nicht zurück an den Eingang oder Ausgang? Wieso muss ich mich jetzt mit so einer Scheiße befassen? Ja. Ja, ich sterbe jetzt hier. Ey, ich hab's geschafft! Ach, geh doch nach Hause, Entwicklerteam, ey. Das Spiel ist echt geil, aber das ist doch nervig.
Weil ich keinen Bock drauf, ne? Das ist genau wie bei Resident Evil. Mit auf dem PC. Auch das schlechteste Umsetzen, die ich bei diesem einen Level nie gesehen habe. Ich hab echt keinen Bock. Kann ich da nicht irgendwie andersrum? Muss ich hier hoch? Ich kann auch einen anderen Weg nehmen. Guckt euch das mal an. Gut, ich hab nichts gesagt, Entwickler. Ihr seid immer noch super. Ich liebe euch. Nee, echt. Also Ori ist echt ein geiles Spiel, aber das versaut doch echt viel. Es tut mir sehr leid. Aber, wie gesagt. Es macht viel kaputt, wenn man halt ständig an solchen kleinen Mini-Passagen halt stirbt. Also, wäre es kein Let's Play, hätte ich wahrscheinlich schon Meilen vorher aufgegeben, das Spiel zu spielen. So, jetzt müssen wir rechts rüber. Wie komme ich denn jetzt nochmal rechts rüber? Außer, dass ich hier erstmal verrecke. So, da muss ich nochmal hin, ne? Ja, auch gut. Ja, wunderbar. Habe ich mir genau so vorgestellt. Okay. Ja, dann werde ich den Part jetzt hier an der Stelle und den nächsten Mal rocken. Was ist dann halt, ne? Also, sorry, liebes Entwicklerteam. Ich liebe euch. Das Spiel ist wirklich. Ich liebe auch das Spiel. Aber an manchen Stellen, ich meine, man sieht es ja, dass es nicht einfach ist. Ne? Das ist positive Kritik, Leute. Ne? Das ist keine negative. Klar, jeder regt sich mal über das Spiel auf oder über Kameraführung oder sonst irgendwas. Und mich regt es halt auf, wenn ich 50.000 Mal das Gleiche machen muss. Weil es beim ersten Mal oder beim zweiten oder dritten Mal halt nicht geklappt hat. Es tut mir sehr leid, das Spiel ist immer noch super, aber halt, wie gesagt, manche Stellen sind halt nicht super. Ne? Nächstes Mal das Wort zum Thema. Die Entwickler mögen keine Spieler. Ist natürlich nichts Negatives, es regt mich halt nur gerade in diesem Moment auf. Trotzdem danke fürs Verständnis und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.